So, oder sind wir wieder zurück? Hier können wir uns auch eine Prophezeiung der Edline. Und dann würde ich sagen, dann gucken wir mal, dass wir die Münze kriegen. Oh, da ging es tief runter. Da wollte ich gar nicht hin. Da wollte ich hin, glaube ich. Ja. Ich und alter Mann. Frechheit. Unglaublich sowas. Das ist meine Panzerfaust. Das klingt groß. Was war das? Oha. Ja, ein Schwertwehr. Runter, fall nicht runter, nicht runter! Nimm doch dein Schwert in die Hand! Rotes Haar. Rotes Haar, 30 Jahre, tralala. Schnell mal Hühnchen und Knödel essen. So. Ich hab mir schon Sorgen gemacht. Hey Ciri. Komm, holen wir den Schlüssel. Ja, genau. Da ist was in der Kiste. Flash. Irgendwas ist los. So, guten Tag. Wir sind zurück. Was wollt ihr? Ja, den Schlüssel. Ich habe die Münze. Ich habe die Münze, die du in den See geworfen hast. Sie riecht vermodert. Ja. Da kann ich nichts machen. Also, hältst du Wort? Das tue ich immer, mein Junge. Zeig die Münze dem Torwächter. Er weiß, was das bedeutet. Na dann. Marika macht dir das Tor auf. Geht jetzt. Was ging glatt? Du musstest ja nicht in dieser Höhle rumtauchen. Hör auf zu jammern. Du bist ein Hexer. Du hast schon in drüberen Gewässern getaucht. Ja, ich muss dir mal von dieser Zeugel erzählen. Möge das Fest beginnen und bis zum Morgen werden. Ein Wolf. Den habe ich schon mal gesehen. Ciri noch da? Thank you.
So, Marika, jetzt leg mal einen Zahn zu hier. Heißt du, Mädchen? Und du? Gisela. Dein Name spielt keine Rolle. Frachsen. Auf dem Gipfel verlierst du ihn und bekommst einen neuen. Du kannst gehen. Und du? Ich habe die Prüfung bestanden. Hier ist der Beweis. Erkennst du das? Der Orden der Verächterin. Ein Todesurteil. Was? So war das aber nicht abgesprochen. Ziemlich harter Kerl. Naja. Wir dürfen keine Zeit verlieren. Ich suche Imlerit, du die Mumie. Avalach sagte, sie leben unter der Eiche, zwischen den Wurzeln. Auf keinen Fall. Ich suche Imlerit. Na gut, spielen wir drum. Schnick, schnack, schnuck. Best of three. Tja. Verdammt! Wir spielen noch mal. Nee. Das Schicksal hat entschieden. Auf gar keinen Fall. Ich steig auf den Gipfel. Du beschäftigst die Mumen. Kaum eine Herausforderung. Sie sind sehr gefährlich. Sei vorsichtig. Du auch. Ich muss da runter. Ja, dann geh doch. Wohin runter genau? Ja, geht ja nur da lang, ne? So, dann würde ich sagen. Ach Mist. Ich muss wohl springen. Survival! Was ist das? Ich glaube, die bringen ihr ja nichts. Sie hat ja keine Chemiekenntnisse oder so. Was? Hallöchen. Wie war er? Er lebte ein Leben der Liebe und kannte keine Bitterkeit. Hat sich ganz anders in Erinnerung. Offen gestanden.
Ja, gut. Ungefähr so war meine Erinnerung. Verdammt. Willkommen, Kind vom älteren Blut. Wir wussten, du würdest zurückkehren. Dein Geschmack liegt noch auf unseren Zungen. Genug geschwätzt. Genau. Drei gegen eins, aber was Himmleritz ist bestimmt auf dem Gipfel. Ja. Ich würde voll gerne noch mal eben schnell einmal ein bisschen meditieren, wenn das gehen sollte. Aber es ist sowieso schon wieder aufgefüllt. So. Dann knüpfen wir uns mal eben Himmleritz vor, ne? Das Medaillon vibriert. Das muss ein Ort der Macht sein. So, konnten wir noch, haben wir genug Fähigkeitspunkte, um noch wieder so ein Hauptding freizuschalten? Wen haben wir denn? 7. Ich fürchte nicht, ne? So, Kampf haben wir. Oh doch, wir könnten noch eins. Ah ne, da fehlt uns ein großes, könnten wir ein großes rotes Problem machen. Ne, warte mal, das war ein Handwerk, müsste das sein. Ein großes rotes Mutagen. Ne, das war doch, das muss in Alchemie sein. Absurde Tränke, Öl. Nee.
jetzt bekloppt? Wo konnte ich denn jetzt Mutagene machen? So, großes Mutagen, was fehlt uns denn? Kleine rote Mutagene. Können wir da was herstellen? Nee. Winterkirsche und Rubedo. Rubedo und Winterkirsche. Schade. Rubedo fehlt uns wieder ein Grünschimmel. Gut, dann machen wir das dann im Nachhinein irgendwann. So, jetzt machen wir mal weiter. So, mein Freund, jetzt bist du dran. Die Schwestern sagten, du würdest kommen. Sie haben es auf dem Wasser gesehen. Das Mädchen haben sie nicht gesehen. Aber sie ist mit dir gekommen, oder nicht? Ich bin alleine hier. Eine Lüge, die nichts ändern wird. Erst du, dann sie. Schon groß, was der da hat, ne? Na komm schon. Ich muss das Zeichen wechseln. Das bringt ja also nicht so viel. Wow, wo kam er denn her? Na, wie lange soll ich noch warten? Mann, mach doch schneller.
schnell her, ey. Wer hat dir beigebracht, so zu kämpfen? Deine Mutter. Ich werde halt nie all diese Mutterwitze. Knusprig. Das dürfte er nicht überlebt haben. Jetzt hier, wir haben es geschafft. Wir haben es geschafft. Gerade so. Wie lief's da unten? Ich habe nur zwei der Mumen getötet. Die dritte ist geflohen. Mit Wesemirs Medaillon. Meinem einzigen Erinnerungsstück. Das holen wir uns irgendwie zurück. Du hast Wesemir gerecht. Avalach sagt, Rache ist nur dann süß, wenn sie kalt serviert wird. Er hat Unrecht. Jetzt müssen wir noch Eredin finden und töten. Ein Urin für deine Gedanken. Was soll ich nur Yennefer sagen, wenn wir wieder in Novigrad sind? Sag ihr die Wahrheit. Immer. Ob Triss und Yennefer die Zauberinnen der Loge gefunden haben? Werden wir sollten wieder zu ihnen stoßen. Ja, nee, wir bleiben noch ein bisschen. Nicht so schnell. Ich bin alt. Ich muss mich erst ausruhen. Das bist du und das sollst du. Bitte was? Lass uns noch etwas bleiben. Genau. Ach, ist das nicht schön. Okay, Ciri. Also, auf nach Novigrad? Ja, würde ich sagen. Ja, lass uns gehen. Gehen wir. Die Eiche ist tot. Die Eiche, die Mumen. Ich fürchte, das war euer letztes Fest. Und unsere Eicheln? Was? Eure Eicheln? Keine Ahnung, ist mir auch gleich. Ihr müsst lernen, ohne sie zu leben. Dies ist kein Niemandsland mehr. Es gehört nicht mehr den Herrinnen. Es gehört euch. Aber was sollen wir jetzt machen? Ja. Komm, Geralt. Es ist Zeit. Was man halt lebt so macht. Für euch selbst. Das sind Anderlinge.
Ich dachte, die Jäger und die Tempelwache wären hinter Magiern her. Die Magier sind weg. Die Jäger brauchten neue Beute. Hass und Vorurteile werden niemals verschwinden. Und bei Hexenjagden wird es niemals um Hexen gehen. Es geht nur darum, einen Sündenbock zu finden. Die Menschen haben schon immer das Unbekannte gefürchtet. Als alle Magier aus Novigrad verschwunden waren, richteten die Leute ihren Zorn gegen Anderlinge. Und wie sie es seit Jahrhunderten tun, erklärten sie ihre Nachbarn zu ihren ärgsten Feinden. Rittersporn, füll die Krüge! Wir haben Gäste! Geralt, Ciri. Als ich hörte, dass Geralt dich gefunden hat... Ich freue mich auch, dass du sicher bist, Rittersporn. Wo seid ihr beide gewesen? Wir haben die Mumen von Velen und den General der wilden Jagd zur Strecke gebracht. Nun, ihr hattet einen ziemlich ereignisreichen Morgen. Ja. Ihr seht wirklich schrecklich aus. Ihr solltet euch ausruhen. Gute Idee. Zeigst du mir mein Zimmer? Natürlich. Komm, kleine Schwalbe. Ich bring dich hin. Wir treffen uns später, Geralt. Ich muss noch was erledigen. Ich mache mich frisch und warte am Platz in Gildorf auf dich. Gut. Irgendetwas passiert, als wir weg waren? Die hübsche Polly hatte Fieber. Matausta hat ein Messer zwischen die Rippen bekommen und der Dreifachmet aus Sotten kommt nicht. Rittersporn. Triss und Jen sollten die übrigen Mitglieder der Loge der Zauberinnen zusammenrufen. Sie arbeiten daran. Triss ist oben und wartet auf dich. Yennefer ist bei der Krüppelkarte. Yen? In der Spelunke? Warum? Sie hat es mir nicht gesagt. Stell dir vor. Ah, unfassbar. Und dein Elf ist in der Rubin-Suite. Ich soll dir sagen, dass er auf dich wartet. Nicht mein Elf. Du hast ihm das beste Zimmer gegeben? Er hat nicht wirklich gefragt. Ich hatte ein anderes Zimmer für ihn vorbereitet, aber er ist reingestürmt und hat sich im Rubinzimmer eingesperrt. Seitdem ist er nicht mehr rausgekommen. Isst kaum, trinkt nur Wasser und er hat gesagt, benachrichtige mich, wenn Windblade und Cyrael da sind. Danke. Sieht so aus, als hätte ich einiges zu erledigen. So. Dann würde ich aber sagen, kommen wir für diese Folge zum Ende. Und machen beim nächsten Mal weiter. Ich hoffe, es hat ein bisschen Spaß gemacht. Schönen Dank fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Euer Michael. Tschüss.